Gleichzeitig war wichtig zu erkennen, dass der russische Präsident nach wie vor ein Zutrauen in die Verhandlungen in Istanbul hat und das ein Prozess ist, aus meiner Sicht, der weiter zu unterstützen ist. Habe mich selbst davon überzeugt. Es beginnt dann immer etwas in so direkten Gesprächen, die sehr schonungslos waren. Es war das kein Freundschaftsbesuch, sondern ein klares Konfrontieren mit den Fakten, die aus dem Ukraine-Krieg heraus resultieren, dass dann wechselseitige Schuldzuweisungen erfolgen und die russische Seite betont, dass sie sehr wohl bereit ist, die Korridore einzuhalten, aber die ukrainische nicht. Das ist eine Form der Argumentation, die ich so nicht angenommen habe. Ich habe generell keinen optimistischen Eindruck, den ich Ihnen mitbringen kann von diesem Gespräch mit Präsident Putin. Die Offensive wird offensichtlich massiv vorbereitet. Deshalb aber auch das klare Eintreten dafür, dass es den Zugang des Internationalen Roten Kreuzes braucht, der stabil ist. Dass das Vier-Augen-Gespräch aus meiner Sicht ein wichtiges Format ist. Es ist wichtig, den persönlichen Kontakt zu haben und persönlich den Präsidenten mit den Wirklichkeiten des Krieges, so wie er derzeit stattfindet und sich vor allem auch für die Europäische Union darstellt, zu konfrontieren. Und diesen Weg sollte es auch weiterhin geben, damit es kein Vakuum gibt in der Klarheit der Folgen des Krieges, diese auch aufzuzeigen für die Russische Föderation.